Hey da draußen, hier ist der Flex von Strong und Flex. Und heute geht es um die Schulter, respektive Schulterstabilität, respektive zeige ich eine Spitzenübung auch bei Schulterschmerzen. So, also einleitend sei gesagt, wir haben das Thema Schulter schon öfter bespielt bei uns auf dem Kanal. Warum ist das so? Die Schulter ist ein Gelenk, was recht instabil daherkommt, weil es eben weitestgehend muskulär abgesichert ist. Wir haben eine ganz kleine Gelenkaufnahme, wir haben einen großen Gelenkkopf vom Oberarm, der da drauf trifft, und die Schulter muss muskulär abgesichert sein. Vielen Menschen macht die Schulter jetzt mal nicht zwingend so viel Probleme, weil der normale westeuropäische Mensch die Schulter nicht so wahnsinnig viel benutzt. Ja, der fummelt ein bisschen an der Tastatur rum und vielleicht noch ein bisschen an der Kaffeemaschine und das war's. Aber wenn wir jetzt anfangen, Spaß daran zu finden, uns mehr zu belasten, Liegestütze zu machen, Plank zu machen oder Handstand zu machen, dann oder einen Ringen zum Beispiel zu trainieren, dann wird es zum Problem, wenn die Schulter nicht vernünftig ausbalanciert und abgesichert ist. Ausgehend haben wir die Situation, dass nun mal die Augen nach vorne sind und dass wir in der Regel vorm Körper arbeiten. Nicht nur an der Tastatur, eben auch in der Küche, in der Gartenarbeit, und die Innenrotatoren überstrapaziert sind. Dort ergibt sich dann eine Disbalance, die Schulter steht nicht mehr richtig, und wenn sie dann eben, wie beschrieben, Last bekommt, kommt es zu Problemen. Einen ganz, ganz wichtigen Fix haben wir über die Jahre immer wieder vorgestellt, das ist die Hanging-Arbeit. Passives Hängen, wenn die Schulter keinen Platz hat, zu eng ist. Aktives Hängen, wenn die Schulter instabil ist. Das gehört auf jeden Fall zu der jetzt gezeigten Arbeit mit dazu. Jetzt kommen wir zur Übung. Die Übung hat der gute Ido Portal nochmal auf Instagram gepostet. Wirklich nochmal. Und wenn der Ido was zweimal oder mehrmals macht, dann hat das immer einen Grund. Ja. Auch er ist scheinbar im Rahmen der Community häufig mit diesem Problem konfrontiert. Selber hat er kein so großes Problem, weil er schon seit 100 Jahren die kleine Übungsserie für die Außenrotatoren macht, die ich dir jetzt zeige. Die wiederum hat er von Charles Poliquin, der leider kürzlich verstorben ist. Eine absolute Größe in unserem Feld. Ja, einen guten Ido werden wir auch nochmal verlinken, vielleicht auch mal einen Link setzen zu einem Buch von Charles Poliquin. Also da kann jeder von uns in unserem Feld auf jeden Fall viel lernen. Jetzt kommt die Übung. So, ich habe hier 3 Hanteln aufgebaut, 5 Kilo, ich glaube das sind 2 Kilo, und zirpende Grille, 1 Kilo. Wir werden schon in einem Satz relativ viel Volumen haben. Wir werden 3 verschiedene Winkel bespielen und jeweils 10 Wiederholungen machen. Möglicherweise ermüdest du so sehr innerhalb dieses Satzes, dass du das Gewicht reduzieren musst. Ja, das ist dann ganz clever, wenn du dann noch weitermachen kannst mit einem geringeren Gewicht. Die Bodybuilder nennen das, glaube ich, Stripping Principle, wo du dann einfach noch ein paar Scheiben dann runternimmst. Position 1. Ich habe den rechten Fuß schön aufgestellt, das linke Bein ausgestreckt. Ich stütze mich mit der linken Hand ab. Ich zeige euch heute nur die rechte Seite. Das reicht. Das kann man dann, diese Transferleistung könnt ihr erbringen. Und ich starte in einem 90-Grad-Winkel Oberarm zu Rumpf. Oder aber man könnte jetzt auch sagen, mein Unterarm verläuft parallel zu meinem Schultergürtel. Ja, das heißt auch, dass ich meine linke Schulter eher nach vorne hole, sodass ich wirklich hier eine Parallelstellung habe. Ja, mein Ellbogen, mein Oberarm hier stützt auf dem Knie auf. Ich nehme jetzt die 5 Kilo, weil ich habe es ja extra schon mal geübt gestern. Ich mache es gerade regelmäßig. Falls ihr nicht verstanden habt, dass es ein Scherz ist. Das ist jetzt meine Ausgangsposition. Wichtig ist, dass du bei jeder Wiederholung immer wieder aufs Neue die Schulter anbindest. Das heißt, wir gehen mit der Schulter in die Depression. Die Spitze des Schulter, deines Schulterblattes geht in die nicht vorhandene Portemonnaie-Tasche. Ja?
Anbindung, Schulteranbindung. Ich binde die Schulter an und jetzt kommt meine Außenrotation, ja, bis der Arm, der Unterarm senkrecht steht. Ich lasse meine Schulter wieder ab, ich lasse die Schulter dabei angebunden. Du kannst sie unten freigeben, du kannst unten das Schulterblatt loslassen, sodass die Schulter ein bisschen in die Elevation geht, aber bevor du den Arm wieder hebst, wird die Schulter wieder neu angebunden. Ja? Und auf dem Wege machst du 10 saubere, kontrollierte Wiederholungen, stellst sicher, dass dein Schultergürtel parallel zum Unterarm steht, du die 90 Grad hältst. So, 10 Wiederholungen fertig. Jetzt machen wir den Winkel größer. Ich persönlich nehme dafür gerne mein rechtes Bein einfach ein bisschen nach außen, platziere jetzt wieder meinen Oberarm und jetzt ist das Verhältnis von Oberarm zu Rumpf, zu Schultergürtel circa 135 Grad. Ich habe den Winkel größer gemacht. Gleiches Spiel, tiefe Schulter, Schulter wird angebunden, zack. Ja, wenn ich die Schulter hier hochlasse als letzten Schritt, dann binde ich sie an. Bevor ich wieder die Bewegung mache, lasse sie angebunden, bis ich hier bin. Ja, und dann kann ich sie einmal bewegen. Du kannst auch die ganze Zeit die Schulter angebunden lassen. Das ist auch okay. Ich bevorzuge einmal dieses kleine Heben und dann wieder Absenken des Schulterblattes. So, und die dritte Position, da mache ich jetzt maximal auf. Der Ido hat das übrigens in seinem Post gezeigt, er saß auf einer Bank und das linke Bein ging runter zum Boden. Das war, na, der Ido hat es halt mit Komfort, ja, sein Komfortmensch, das ist er nicht. Aber es geht vielleicht ein bisschen besser als hier am Boden. Vielleicht ist das für dich das größte Problem, der Stretch im Adduktor dabei, ich weiß es nicht. Ja. So, 180 Grad heißt, jetzt ist mein Oberarm in Verlängerung zu meinem Schultergürtel. Ne? Ich habe die linke Schulter hinten. Ja? Und dann wird wieder exakt das Gleiche gemacht. Die Schulter wird angebunden. Zack. Ja? Das ist hier die letzte Position. Die Glückskatze aus der Außenrotationsserie nach Roman Pallesitz. Der Roman hat auch verschiedene Winkel genommen, aber da waren wir hier. Rückhand, Schwanensee, Peter Pan und Glückskatze. Ja? Und der Ido, ja, oder der Charles Poliquin ist jetzt hier lang gegangen. Ja. Es gibt noch mehr Winkel, haben wir vorhin in unserem Briefing festgestellt. Naja, wir verlinken auf jeden Fall auch nochmal das Video vom Roman Pallesitz. Also wenn du es wirklich wissen willst, machst du das auch noch und dann hast du wirklich die absolute Megaschulter. Und wenn du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst, dann komm zu unserem Gezeiten-Workshop. Da kriegst du dann auch mal ein bisschen eine Struktur. Das ist etwas, was wir immer wieder hören. Oh, was soll ich jetzt noch alles machen? Ja. Erstes Juli-Wochenende, siehe Beschreibungsfeld. Da kriegt man mal so ein bisschen mehr einen Rahmen, wenn man sich jetzt sowieso bei der ganzen Übungsflut schon lost fühlt. So, jetzt mag ich dich nochmal motivieren, wirklich viel Zeit und Volumen in diese Übung reinzustecken. Das ist eine Erkenntnis, die ich auch in den letzten Jahren gewonnen habe. Wenn das Gelenk sauber zentriert ist und muskulär schön abgesichert ist, dann kriegst du von deinem zentralen Nervensystem Leistung, über die du dich fast schon wunderst, wo die auf einmal herkommt. Dann möchte ich dich noch motivieren, ein Däumchen nach oben zu geben für dieses Video und es munter zu teilen. Hier oben kannst du uns abonnieren, falls du noch nicht Abonnent bist. Danach kann man die Glocke aktivieren, sodass man auch informiert wird, wenn wir ein neues Video hochladen. Hier geht's zu Instagram. Unten kann man ins Beschreibungsfeld eintauchen und sich zum Beispiel ein Paleo-Chair bestellen, wenn man vorhat, gesund zu sitzen, anstatt ungesund. Ist mal eine Überlegung wert. Und hier gibt's zwar unsere letzten Videos. Wir sind wieder raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.